Hier zeige ich euch die Montage unseres Magic Filters auf einem der Sony-Gehäuse. Es gibt zwei verschiedene mit großer Linse und mit kleiner Linse. Aber die Montage ist hier ähnlich, deswegen gibt es nur dieses Video. Genau, bei der größeren Kamera gibt es eine Ausfräsung für den unteren Steg. Als erstes sollte die Schraube etwas gelöst werden, damit genug Spiel da ist. Und dann der Adapter passgenau aufgesetzt werden. Es wird die Schraube seitlich fest fixiert. So hält der Adapter schon ganz gut auf der Linse. Zur weiteren Absicherung haben wir noch ein Sicherheitsbändel. Das kann, wenn eben eine Handhalterung oder ein Selfie-Stick oder irgendeine andere Halterung verwendet werden, eben zwischen die Gewinde fixiert werden, damit der Adapter dort nochmal gesichert ist. Und sollte man jetzt den Adapter unter Wasser doch verlieren, dann würde uns der Filter nicht im Meer flöten gehen.